Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Entdeckungstour in Grounded. So, wir haben ja jetzt dieses Forschungslabor da oben gefunden. Da hinten ist es im Feldspalt. Ne, hier, der da. Wir brauchen aber Sprengkraft. Wir kommen da so nicht rein. Wir brauchen Dynamit. So, dieses Spiel legt mir ja immer, wenn ich irgendwas vorhabe, Probleme in den Weg. Aber für jedes Problem haben wir auch eine Lösung. So, das heißt, wenn wir Dynamit... Wir können ja hier irgendwas hier... Bratwumms. Dafür brauchen wir Pilzauswuchs, ein rotes Ameisenei und 4 trockene Grasbrocken und eine Werkbank. Werkbank haben wir hinten. Uns fehlt aber der Pilzauswuchs und das Ameisenei. Zweite. Rasen ist kein Problem, haben wir in einer anderen Basis. Pilzwuchs, den haben wir irgendwo da hinten. Ich weiß nur nicht, ob wir eine Gasmaske brauchen, wenn wir da hin wollen. Oh nein. Lass mich doch einmal in Ruhe das Spiel spielen. Nein, nein. Böse, 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 böse. Ja, komm. Ich hack dich klein. Holzfäller Jochen unterwegs hier. Irgendwie mache ich dem gar keinen Schaden. Okay, Ausweichmanöver. Ausweichmanöver. Ja, ich hasse Moskitos auch. Gut, hier kommen wir der ganzen Sache schon näher. Warum wackelt da der Rasen? Es könnte was Großes sein. Irgendwas, was ich jetzt nicht sehen will. Das Ameisenei, das ist kein Problem. Das können wir uns schnell holen. Wir haben ja die Rüstung, wir kommen ja da rein. Wir müssen ja nur schnell rauslaufen. Oh nein, Milben. Das einzige Problem, was wir haben, wir brauchen diesen Pilz. Und ich weiß nicht, ob wir diesen... Pilz so einfach kriegen oder ob wir eine Gasmaske brauchen. Das ist auch irgendwas Großes. So, das heißt, wir gehen jetzt zur Basis. Da haben wir die ganzen Zutaten für eine Gasmaske. Also zu unserer Hauptbasis. Und dann werden wir uns eine Gasmaske bauen. Das Ei holen wir zum Schluss, auch wenn es gleich nebenan ist. Aber das könnte auch ein Problem werden. Und dann holen wir uns Pilz. Ich weiß sogar von der Basis aus, wie wir zum Pilz hinkommen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wo meine Basis ist. Da, wo die Markierung ist. Ja, das macht Sinn. Ich habe nur keine Markierung. Ja, okay. Vielleicht nochmal neu markieren. So. Jetzt wollen wir einen Wegpunkt entfernen und einen Wegpunkt setzen. Aha. So, unser TomTom-Navi sagt, wir müssen da entlang. Das können wir schon mal mitnehmen, das brauchen wir ja auch. 3 Stück, perfekt. Oh. Wir haben Durst. Hier war gerade ein Tropfen. Da. Den holen wir uns einmal runter. So. Wir müssen dann auch sowieso nochmal Trinken holen, wenn wir an der Basis sind. Da gehen wir nochmal zum Taufänger oder Tausammler. Und füllen nochmal unsere Vorräte auf. Den nehmen wir auch mit. Proviant. So. Und wir nehmen die Insektenaxt mit, denn ich weiß nicht, ob ich mit der normalen Axt den Pilz abbauen kann. Und wenn ich was ganz anderes brauche, ist natürlich voll doof. So. Weit sind wir denn schon vom Baum weg? Gar nicht weit. So, hier ist die Krähe, rechts ist eine Spinne, links ist die Brücke. Den nehmen wir noch mit. Wenn wir jetzt eh auf dem Weg zur Basis sind, ne? Dann, können wir uns noch ein bisschen Baumaterial schon mitnehmen.
So, einmal über die Brücke. Ich hoffe, meine Ameisenrüstung ist auch noch vorhanden. Mein Helm ist ja schon fast kaputt. Das müssten wir bei Gelegenheit mal reparieren. Aber dafür brauchen wir auch wieder Ameisenbrocken, glaube ich. Ich glaube, ich habe keine mehr. So. Trautes Heim, Glück allein. Da haben wir schon wieder aufgefüllt. Dann genehmigen wir uns noch einen Schluck. Dann können wir nochmal was abschöpfen. So, wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch aufgefüllt. Eine Gasmaske. Dafür brauchen wir hiervon ein. So, dann müssen wir zur Werkbank. Gasmaske. Hier. Haben wir alles bis auf Baumwanzenbrocken. Oh Gott, da habe ich ja gar nichts von. Das ist ja praktisch. Kann ich denn zumindest meine Ameisenrüstung wiederherstellen? Nein. Und ich habe auch nur noch ein... Oh, Milben müssen wir auch wieder schießen. Da fehlt eine Eicheschale. Jetzt haben wir die ganzen Eicheschalen hinten in der anderen Kiste gelassen, ne? Ja, wir haben hier nur noch die Deckel. Gut, machen wir denn vielleicht erst das Ei? Wenn wir jetzt so eine Wanze auch noch erlegen müssen? Dann können wir nämlich auf dem... Wenn wir uns wieder nach Hause kämpfen... Könnten wir die Rüstung direkt auffrischen, indem wir so eine killen. Oder ich mache das gleich. Okay, die geht Richtung Spinne. Die darf leben. Mit der lege ich mich jetzt nicht an. Vielleicht hier so eine große. So, ein paar Pfeile haben wir ja. Okay. Ich lock die erstmal ein bisschen weg. Ja, das war's schon. Dann können wir unseren Helm direkt heile machen. Die Ameisenrüstung ist natürlich zum Kämpfen nicht das Optimale, ist aber das Beste, was ich jetzt aktuell habe. Weil ich dann halt auch immer gleich was tragen kann. Genau, nehmen wir den mit. Das brauchen wir nicht. Das kann auch weg. Das kommt in eine Netzkiste. Das kommt auch in eine Netzkiste. Irgendwas noch auszusortieren. So. Dann schmeißen wir hier nochmal ein paar Pilze zurück. Das kommt in eine Kiste. Den können wir auf dem Feuer legen. So. Netzzeug. Gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Einmal den Helm reparieren. Der ist nämlich am schlimmsten dran. Und dann gehen wir einmal zur Ameisenburg. So. Hier entlang. Na, Kleiner. Trauerst du? Ich hab's gesehen. Der ist auf einen ganz natürlichen Tod gestorben. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. So. Ah, Mensch, wir hätten doch die Rüsselkäfer sammeln können und uns ein Schild machen. Oh, der trägt ein Ei raus. Okay, viel sehen tun wir nicht. Ah, und die Fackel ist auch bald hinüber. Okay, hier haben wir ein Ei. So, uns fehlt eins, ja? Ja. Oder wir nehmen das hier, das ist dicht am Ausgang. Und
Laufen! Oh, das mögen die gar nicht. Das mögen die gar nicht. Ich hab's mir doch nur ausgeliehen. Laufe ich in die richtige Richtung? Ich laufe in die falsche Richtung, oder? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wenn ich das jetzt ablege... Okay, der weiß von nix. Nice. Autsch, er weiß von was, er weiß von was. Nein, ich muss hier weg. Ich habe einen Chip gefunden. Darf ich mal? Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Ausdauer. Ich habe eigentlich gar keine Ausdauer. Oh, wie komme ich hier raus? Das ist ja das totale Labyrinth. Autsch. Wo ist denn hier der verdammte Ausgang? Das ist jetzt ja sehr unpraktisch. Autsch. Ich schaff's. Hier sind die Pilze. Die Schleimpilze. Das heißt, hier muss irgendwo die Tür sein. Jetzt muss ich nochmal kurz... Okay. Ja. Hilfe. Ich häng fest. Ja, ja. Die mögen mich nicht besonders. Leute, ich hab's mir nur ausgeliehen. Okay, mir kommt keiner hinterher. Wir bringen das Ei einmal weg. Oha. Was wollen die denn alle hier? Gut, das haben wir geschafft. Das Ei haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch Pilz. Ich schmeiß das Ei hier einfach rein. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht schlüpft in der Zeit, wo ich weg bin. So, jetzt brauche ich noch diese Baumwanzenlarve. Müssen wir die noch einmal holen? Habe ich einen Speer? Ich würde da gerne auf Distanz arbeiten. Kieselspeer. Brauche ich Sprössling, Pflanzenfaser und Kiesel. Das können wir alles unterwegs sammeln. Und ich weiß auch, ich bin der Meinung, ich weiß, wo Wanzen sind. Die sind nämlich auch gleich hier um die Ecke. So. Stein brauche ich nur ein pro Speer, glaube ich. Okay, hier haben wir nochmal Pflanzenfaser. Die nehmen wir auch nochmal mit. Alles liegt voll mit Steine. Und wenn du welche brauchst, dann siehst du keine. Keine Steine. Ich suche einen Stein. Einen kleinen Kieselstein. Hier vorne sind die nämlich. Aber ohne Speer könnte das schwierig werden. Okay, wir bauen den hier einfach ab. Da haben wir ein paar Steine. Dann können wir ein bisschen ein paar Speere bauen. So, den auch noch weg hier. So. Und da ist noch einer und hier. Gut. Gut, mehr geht nicht. Bräuchte ich wieder Sprössling und Pflanzenfaser. So. Den nehmen wir noch mit. Den haben wir hier noch einen Sprössling. Hier ist noch einer. Den nehmen wir mit und den nehmen wir mit. Gut, dann können wir jetzt nochmal einen machen. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Ja, wir müssen uns immer auf alles vorbereiten. Da kann man mal sehen, wie schleppend das hier vorangeht eigentlich. So, da ist so eine Stinkerwanze. Die hauen wir jetzt weg. Okay, das sind zwei Stinkerwanzen. Okay, okay, okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Die ist schneller als ich. Die ist eindeutig schneller als ich. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ja praktisch. Jetzt kackt er da hinten alles voll. Die Ameisen helfen mir, weil ich die Rüstung anhab.
Meine Verbündeten. Warte mal, solange der da mit dem beschäftigt ist, ich brauche ein Speer auf der 1. Oh. Perfekt. Oh, das mufft aber für mich. Da verliere ich Leben. Du kommst mit. Okay, dann holen wir jetzt nochmal meine Pfeile. Und was ich sonst noch hier verloren habe. Also nur noch die Speere. Gut, dann haben wir den zusammen. Oh, das läuft ja. Dann gehen wir einmal zur Werkbank, bauen die Gasmaske und dann gucken wir mal, dass wir uns noch so einen Pilz abbauen. Weil ich glaube, der ist in diesem giftigen Nebel. Wenn ich mich nicht täusche. Aber auch in der Richtung. So. Gehen wir einmal hier bauen. Eine Gasmaske. Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Fliegenpilz mehr. Mein Seil ist alle und... Aber okay. Okay, das geht schon. So. Verarbeiten wir einfach nochmal ein bisschen was. Dann kann der rüber. Der kann auch wieder... Ne, den können wir stacken. So, hier haben wir die Maske. Der kann erstmal raus. Den dürfen wir aber nicht vergessen, wenn wir wieder zum Baum gehen. Das kann weg. Das müssen wir auch noch untersuchen. Da haben wir jetzt hier keinen Platz. Nehmen wir den noch mit rüber. Packen den hier mit rein. Ameisenbrocken passt jetzt auch nicht. Dann nehmen wir den hier noch mit rüber. Packen den auch noch mit rein. Und dann sind wir soweit hier fertig. Packen wir die Speere nochmal weg hier, die wir nicht brauchen. Oh, ich habe ja so viele. Dann nehmen wir die mit. Die können wir verschwenden. Kein Problem. Die kann ich jetzt nicht mehr reparieren, ne? Ne, fehlt mir wieder ein Brocken. Okay. Gut, da muss nichts mehr rüber. Hier können wir noch Stein reinpacken. 10 Stück. Ja, wir brauchen für den Ton nochmal eine Kiste. So, dann einmal zur Spindel. Okay, dann haben wir hier nochmal so eine Schlampenkiste. Kommt das hier rüber? Den können wir gleich noch braten. Die nehmen wir mit. Das brauchen wir für den Gravums oder den Bratwumms. Die lassen wir auch erstmal hier. Ich packe die jetzt erstmal hier rein. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. So, kommt der noch hier ran? Den nehmen wir mit. So. Hier könnten wir auch wieder zwei ranhängen. Jetzt wird es dunkel. Es wird dunkel in der Nacht. Müssen wir uns mal Licht anmachen. Die ist auch bald aufgebraucht. Dann können wir hier hinten nochmal einen Schluck trinken. Okay, und jetzt müssen wir mal schauen. Also. Irgendwo hier lang war so ein giftiger Nebel und da war so ein Pilz. Auf der Karte kann ich das leider nicht sehen. Aber ich bin der Meinung, das war hier entlang. So, auch ein bisschen leichtsinnig von mir hier mit... Ja, siehst du gleich hier vorne. Ein bisschen leichtsinnig von mir hier mit der Fackel an dem trockenen Rasen lang zu laufen. Ich könnte ja quasi einen Waldbrand verursachen. Oh, da ist noch Science. Oh, der Pilz platzt. Kann mir da was passieren, wenn ich den... Muss ich den abbauen oder muss ich ein Tier, das vom Pilz befallen ist, töten? Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann komme ich bestimmt nicht mehr hoch. Nee, da würde ich runterfallen. Wir nehmen uns noch mal ein bisschen Rasen mit. Oh,
Oh, und meine Fackel ist auch gleich wieder leer. So. Oh, die Pilz hier vorne. Das sind schon mal 8. Ich denke mal, wenn wir 16 Stück haben, das sollte reichen. Holen wir den noch weg und den hier. Eins. Oh, das ging aber schnell. So. So. Dann sollten wir uns eigentlich wieder hochbauen können. So, dann setzen wir vorsichtshalber schon mal die Maske auf. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hilft. Aua! Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist ja schön. Ich weiß... Nehmen wir gleich mal mit. Ah, die Insektenaxt wollte ich doch mitnehmen. Hier ist noch ein Molar. Au! Ja, man hätte vielleicht speichern sollen. Wir laden das nochmal. Oh, ich hoffe, da sind die ganzen Sachen dabei. Dass er das Auto beim automatischen Speichern schon hat. So, und dann speichern wir nämlich nochmal, bevor wir runtergehen. Haben wir die Gasmaske? Die haben wir, dann haben wir das Ei nämlich auch. Okay, Gasmaske ist da. Dann brauchen wir die stärkere Axt. So, nehmen wir die mit. Ja, wenn der platzt, falle ich runter. Dann möglicherweise eine andere Ecke runtergehen. Da, wo ich auch weiß, wo ich wieder hochkomme. Ah, warte mal. Wir machen uns auch gleich nochmal eine Fackel. So, wir haben ja Saft, haben wir ja hier vorne. Hier. Gut, dann stellen wir einmal her. Ein Päckchen. So. Achso, Restsaft kann zurück. Brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt los. Gasmaske haben wir, das heißt, die Wanze haben wir ja auch schon gekillt. Okay, Werkzeug eines höheren Rangs. Jetzt haben wir die Insektenaxt mit. Habe ich die, ja, den Ameisenhelm haben wir auf. Das heißt, der Weg dahin ist schon mal kein Problem. Aber es wird dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann ist Wolfgang wieder unterwegs. Und der könnte uns natürlich auch Probleme machen. Ich weiß nämlich gar nicht, wo der herkommt. Irgendwo hier die Ecke muss der sein. Gut, warte mal. Hier war der Löwenzahn. Ein Stück weiter links ist der Spalt, ne? Irgendwo hier. Angenommen, ich töte die da. Die hat doch auch einen Pilz drauf. Da kann natürlich auch sein, dass das nichts bringt. Habe ich so ein verstrahltes Viech und ich brauche den Pilz dort. Gut. Aua. Ja, rüberspringen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay, pass auf, wir bauen uns jetzt nochmal... Jetzt bauen wir uns aber safe. So. Okay, das nehmen wir jetzt mit. Dann gehen wir hier einmal runter. Gut, weiter geht nicht. Ach, jetzt will ich nicht runterfallen. Okay, dann holen wir uns nochmal ein bisschen was und dann bauen wir eine Wand dahinter.
Dann kann er uns höchstens gegen die Wand schubsen. Na, wird nicht reichen. So. Nehmen wir das noch mit. Oh, was ist das? Kann ich den jetzt nicht mehr abbauen? Ist der kaputt? Okay, einen Moment. Den packen wir weg. Die setzen wir auf. Vorsichtshalber, sicher ist sicher. Ach so. Ah, mit der Gasmaske kann ich nur noch 7 nehmen. Na gut, kein Problem. Jetzt fehlt natürlich was. Ist der Blitz sauer auf mich? Ach, da ist so ein Viech. Nein, ach, komm schon. Was soll denn der Quatsch jetzt wieder? Autsch. Die ist aber verstrahlt. Alter. Boah, die hat ja super Kräfte wie Godzilla. Kleinen Moment. Oh, das kann doch nicht sein. Wieso schießt die denn so ein komisches Glibberzeugs? Nein. Hat er nicht getan. Och, hör mir auf. Okay, Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Und das nur, weil wir diesen komischen Kavums bauen müssen, ja? Den Bratwumms. Gut. Also, Saft. Fackel. Seil. Fackel. Ein Speer wegschmeißen. So, dann kommt hier der Rest Saft wieder rüber. Aha. So, den nehmen wir gleich mit. Die Laus hänge ich diesmal hier auf. Wir haben ja gesehen, dass da noch Platz ist. Gut, einen Schluck trinken. Gasmaske haben wir. Dann gehen wir los. Ein drittes Mal. Oh, Tür zu. Wir wollen ja keinen ungebetenen Besuch, wenn wir zurückkommen. Oh, und wir haben ein bisschen Hunger. Oder wir brauchen ein bisschen Leben. Snacken uns den einmal rein. So, das sieht doch schon besser aus. Jetzt lasse ich den trockenen Rasen hier. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Kann man auf dem Rückweg einsammeln, wenn man es denn überlebt. Aber die Larven, die sind ja krass, die mit dem Pilz drauf. Die sind ja übel. So eine komischen mutierten Superwanzen. Okay, was habe ich jetzt nicht mitgenommen? Die Insektenaxt. Ah, Mann, naja, wir bauen erstmal. Ja, wir müssen ja erstmal bauen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wäre mit der anderen Axt natürlich schneller gegangen, aber wir spielen ja gemütlich, ne? Es ist ja eine gemütliche Runde Grounded. Jetzt bin ich hier schon so oft tot gegangen, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann. So, brauchen wir einmal Licht. Gott sprach, es werde Licht, doch er fand die Fackel nicht. 1, 2. Gut. Jetzt eine Wand. Damit wir dann nicht wieder runter katapultiert werden. Wie kommt die da überhaupt hoch? Kann die da... Ach, hätte ich da hochgehen können?
Oh Gott. Nukleare Explosion. Okay, ich brauche eine Wand. So, so. Haben die mich gesehen? Ah, noch ist halb so schlimm. Immer mal ein bisschen gucken. So. Autsch, oh Gott, ah, das tat weh. Oh. Das Zeug ist ja genauso schlimm wie die Viecher. Oh, jetzt holen wir einmal schnell die Insektenachsen und dann können wir das abbauen. So. Und hepp. Dann können wir gleich die Grasplatten wieder wegpacken. Und das wollten wir ja auch mitnehmen. Oh, hier noch ein kleiner. Da sind wir ja nicht mäkelig, ne? Wir brauchen sie ja immer wieder. Oh nein. So. Keine Zeit für Stress. Muss was holen. Okay. So, das lagern wir hier ein. Die Axt. So, deswegen sind wir ja wieder hergekommen. Und zack, dann haben wir die schon mal. Und den packen wir gleich nochmal rüber. So, wunderbar. Und wieder zurück. Weil es so schön war, gleich nochmal. So, die Axt schon mal umpacken. So, die Maske können wir eigentlich... Ja, wenn wir da sind, wenn wir da sind. Solange wir den Helm aufhaben, gehen uns die Ameisen nicht auf die Nerven. Gehen wir hier einmal runter. So. Bei den Jungs hier dran vorbei. Die stören uns gar nicht. Jetzt mal ein bisschen Ausdauer tanken. So, wo haben wir uns denn aufgebaut gehabt? Hier einfach geradezu, ne? Da. Da hinten. So. Jetzt können wir einmal hier wechseln. Jetzt den Helm ab, die Maske auf. So. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt abgebaut kriegen. Okay. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nee, ich habe es nur kaputt gemacht. Wieso kriege ich denn keinen Pilz? Oh nein. Ich muss die Viecher dort killen, ne? Utsch. Okay. Neuer Plan. Wir töten eine Larve. Wo wird die hin? Kommt die hier nicht hoch? Au! Oh Gott, die kann ja mega hoch springen. Oha. Ich glaube, ich bin im Eimer. Autsch. Oh nein. Da ist auch nicht viel mit Blocken, ne? Oh, oh Gott. Die sind ja mega gefährlich. Oh Gott. Okay, das wird schwieriger, als ich dachte. Autsch.
Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich hoffe, die bleibt jetzt da hinten. Okay, ich gehe nochmal runter. Hier ist doch gerade wieder eine hochgesprungen. Oh Gott. Oh, infizierte Larve. Gut, die haben wir. Larvenstachel, Pilzauswuchs, 2 Stück. Wir nehmen nur die Pfeile hier vorne mit. Das ist nicht wahr. Jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Tja, Leute, das tut mir wirklich leid. Die Zeit ist leider rum. Wir werden morgen nochmal versuchen, uns den Pilzauswuchs zu holen, damit wir endlich unseren Bartwumms kriegen. Damit wir zu der Basis können für unser Spezialwerkzeug. Ich hoffe, die Folge hat trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.